Ich bin der Flamur Schala von der Firma Focus Strategie GmbH an der Grendelstrasse 19 oder Grendel 19 in 6410 und gebe Online-Mathe-Unterricht. Wir haben den Montag, 16. August 2021 und sind bei der Aufgabe Nummer 7b. Jetzt haben wir auch hier ein Elektrovelo. Ja. Und zwar steigt der Preis gegenüber Vorjahr um 2%. Also schreiben wir hier plus 2% an. Das heisst, eigentlich müssten wir hier jetzt die Informationen von der vorherigen Lektion mitnehmen. Wir haben nämlich zuvor folgende Information gehabt. Und zwar haben wir ganz am Anfang einen Preis von 1500 Franken. Dann ist ja der zwischenzeitlich um 8% gestiegen. Plus 8%, ja. Also da sind wir auf den Preis von 1500 mal 1,08. Da sind wir bei 1620 oben gesehen. Das war der zweite Preis. Und der dritte Preis. Beim dritten Preis, jetzt sind wir wieder ab auf 1525. So, und jetzt haben wir also das erste Jahr, das zweite Jahr, das dritte Jahr und jetzt sind wir im vierten Jahr. Jetzt sind wir im vierten Jahr und haben gegenüber Vorjahr einen Anstieg von plus 2%. Also rechnen wir einfach 1525 mal 1,02. Von wo kommt das? Das kommt eben von 1525 plus 2% von 1525. Und das ist 1525 plus 0,02 mal 1525. Das ist 1525 mal 1,02. 1525 mal 1,02, das ist 1555,5 Schweizer Franken. So, und jetzt ist die Frage, um wie viel der Preis in diesen vier Jahren gestiegen ist, also von 1500 auf 1555,5 hoch. Ja. Und zwar haben wir hier dazwischen einen Preisanstieg der Preis hat sich um 55,5 Franken erhöht. Ja, wir nehmen dann einfach 1555,5 minus 1500. Ja, und das gibt dann 55,5 Schweizer Franken mehr. Also wir haben jetzt hier nicht sozusagen im ersten Jahr einen Preis von 1500 gehabt. Da haben wir ja nachher Preis um 8%. Der Preis ist im Folgejahr um 8% gestiegen. Im dritten Jahr ist er 1525 gewesen. Wir mussten dort auch müssen in Prozent berechnen, wie viel das der Anstieg ist gegenüber Vorjahr. Und haben dann entdeckt, dass wir da eine Preisreduktion hatten von 5,9%. Und jetzt im vierten Jahr, also das erste, zweite, dritte, vierte, genau im vierten Jahr haben wir da einen
wieder einen Preisanstieg von plus 2% gegenüber Vorjahr. Also, das ist immer die Veränderung da. Und jetzt ist aber die Frage, über alle Jahre hinweg, um wie viel ist der Preis gestiegen? Nicht prozentual, sondern in absoluten Zahlen. Ja. Also man zahlt jetzt für das gleiche Produkt 55,5 Franken mehr als vor 4 Jahren. Wenn man das prozentual berechnen will, und das ist möglich, dann rechnen wir einfach 1555,5 geteilt durch 1500 und dann haben wir schon den Faktor 1,037. Also wir rechnen einfach 1555,5 geteilt durch 1500 und erhalten dann 1,037. Ja, wenn wir jetzt das wieder umformen hier, wenn man jetzt sagt, ich schreibe es ein bisschen weiter rein auf, dann lernen wir das auch noch gerade. Also haben wir jetzt hier einen Preis von 1555,5 ja, minus 1500. Der Preisanstieg ist, also, oder heute zahlen wir 55,5 Franken mehr als damals. Ja. Jetzt, wenn wir das aber prozentual berechnen, wenn wir jetzt so etwas prozentual berechnen, dann rechnen wir da. Und jetzt sehen wir das nachher auch noch gerade. 1555,5 geteilt durch 1500. Das gibt 1,037. Jetzt kann man rechnen mal 1500. Also das ist 3,7% Preisanstieg von heute gegenüber vor 4 Jahren. Ja. Und wenn wir jetzt das noch etwas auseinandernehmen, dann haben wir 1555,5 gleich 1,037 mal 1500. Und das können wir nachher neu schreiben als 1555,5 gleich 1 plus 0,037. Jetzt musst du da aufpassen. Mal 1500. Das ist dann wiederum 1 plus 3,7% mal 1500. Und das ist wiederum 1500 plus 3,7% mal 1500. Und so wie wir das normalerweise auch kennen. Ja, so starten wir nämlich unsere. Ja, wenn wir wissen, ja, der Anfangspreis ist 1500 und der steigt nach einem gewissen Zeitraum. Zum Beispiel von 4 Jahren um 3,7%, dann rechnen wir ja jeweils das hier und kommen dann so auf den Preis hier, jetzt in dem Fall. Ja. Gut.